Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News und mit mir, dem Englisch. Wollte schon wieder sagen, komm, Omas, wir sind so, also, ja, wir haben wieder News. So, wir schauen jetzt einfach mal rein, was es aktuell an Neuigkeiten wieder gibt. So, wir haben, oh ja, oh mein Gott. Herr Sofort erzählt mir auch schon jeden Tag davon. Und ich habe das Gefühl, dass da was momentan kommt. Dieses Apex Legends. Das scheint wohl Epic Games auch ein klein wenig Sorgen zu machen. Ja. Also ist momentan ein Spiel sehr, sehr beliebt, ja, und das soll wohl der große Konkurrent zu Fortnite werden. Und jetzt ist eben aufgefallen, also wenn man Apex Legends in Google eingibt, dass dann eben gleich Werbung von Fortnite darunter gesetzt ist. Also, ist das eurer Meinung nach der große Konkurrent? Ja, könnt ihr mal abstimmen. Wäre mal ganz interessant zu wissen, Apex oder Fortnite. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier ein neues Lo Share the Love Event. Ja, und das ist das da. Hier geht's dann darum. Vom 8. Februar bis zum 27. Februar, also ab heute, gibt es neue Challenges und hier gibt es so ein Wrap. Also kannst entweder wenn bekommst du den, wenn du einen Creator supportest oder irgendeinen Creator Code zwischen dem 8. oder 22. eingibst. Dann haben wir hier, also so sieht das Ding aus, ganz ehrlich. Ich brauche es nicht. Ja, also ihr wisst, wie ich zu solchen Farben stehe. Dann wird es, wie gesagt, neue Challenges geben und neue, ja, freischaltbare Styles für den Trog, für Powder und Onesie. Und das muss ich sagen, die sehen echt cool aus. Also alle drei nice, nice. Nice. Wirklich cool. So, dann haben wir das Double XP Wochenende. Also am 15. bis 17. und 22. bis 24. wird es doppelte XP-Punkte geben. In der Hoffnung, dass man den Battle Pass dann doch noch besser fertig bekommt. Dann wird es wohl jeden Tag ein neues Island Frenzy geben. Also by the box. Und dann wird es ein Share the Love, eine Share the Love Competitive Serie geben, also ein Turnier am Wochenende, 9. und 10. Februar. Und hier geht es darum, dass es verschiedene Divisions geben wird. Es wird eine Open Division geben, eine Prospect Division, eine Contender Division und eine Champion Division. Und Spieler können die nächste Division freischalten, indem sie einen Pin sich verdienen während einer täglichen Session. Und die Spieler, die es schaffen, einen Pin in eine Champion Division zu bekommen, werden zum Champion Division Finale am 23. und 24. Februar eingeladen, daran teilzunehmen. Wie das Ganze dann weiterläuft, kann ich euch nicht so genau sagen. Auf jeden Fall wird das hier spannend werden. Ja, dann gehen wir doch mal jetzt in den aktuellen Itemshop rein und schauen doch einfach mal jetzt, what is da los? So, denn heute haben wir einen neuen Skin und der sieht richtig nice aus. Der Snow Strike.
Mega cool. Für die Ice Map natürlich perfekt. Sieht echt nicht schlecht aus, das Ding. Hier hinten der Backbling ist ein Schwert. Und dieser Snowbrand, der kriegt von mir 10 von 10. 1500 V-Bucks. Sieht, das Ding sieht geil aus. Gefällt mir sehr gut. Und dazu kann ich nur Folgendes sagen. So. 10 von 10. Wir gucken jetzt mal rein in den, was haben wir denn beim Snowstrike momentan für Noten? Das werden wir uns jetzt, können wir hier sehen. Da haben wir, wo ist es? Alle, wo ist es? Wo hab ich hin? Da. So. 4,33 von 5 sind jetzt schon bei 3 Votes. Also, ging relativ schnell mit der Benotung. Ist schon da. So. Dann geht's weiter. Dann haben wir die Inverted Blade. Ah, Inverted Blade kriegt von mir 7 von 10. Und hier haben wir folgende Noten. 3,78 von 5 bei 9 Votes. So, also ein bisschen kleiner machen wir das Ding hier. So, 500 V-Bucks. So, dann haben wir als nächstes, was haben wir da als nächstes im Angebot? Snowblade. Ja, sieht schon cool aus, das Ding. Ne? Das sieht nicht nur von vorne cool aus, das sieht auch von hinten cool aus. Ist schon nice. Man erinnert mich so ein bisschen an einem Batmobil. Zum Bat-Style hier. Snowblades. Und das Ding kriegt von mir 9 von 10. Snowblades, was haben wir da aktuell? 4 von 5 bei 2 Votes. So, sieht cool aus, das Teil. Definitiv. So, haben wir noch irgendwas? Inverted Blade und Snowblade. So, dann haben wir dieses Frozen Gear Bundle. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich... Ja, das ist natürlich schon... Also ich finde das cool. Für 1000 V-Bucks. Also da kann man echt nicht meckern. Für 1000 V-Bucks, da würde ich echt sagen, also das Ding kriegt von mir so, wie es da ist, für 1000 V-Bucks, ja, kriegt 8 von 10. Wirklich, das ist... So, was haben wir da? Frozen ist jetzt nicht so gut angekommen scheinbar. 2 von 5 bei 3 Votes. So, dann haben wir als nächstes, was im Angebot? Müssen wir mal schauen. Als nächstes haben wir hier den Highland Warrior. Oh, also besonders toll sieht die jetzt mal nicht aus, ne? Und es sind nur noch 3 Sommersprösschen dahin gemacht, rechts und links. Das eine sieht ein bisschen arg fett aus, also die Sommersprosse auf der rechten Seite. Ja. Ist jetzt nicht so mein Fall, finde ich, sieht nicht so sexy aus. Kriegt von mir 4 von 10. Der Highland Warrior. Und da haben wir folgendes, wir haben hier 3, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nee, so. So. 3,15 von 5. Ja. Bei 27 Votes. Ja, dann gehen wir in den nächsten. Rein.
Fancy Feet. 9 von 10 von meiner Seite. Und da haben wir... Ach so, man hat's gar nicht gesehen. Scheiße, nochmal da rein, zurück. Hier, Fancy Feet. Gut, die Benotung habe ich schon gezeigt. 9 von 10 für Fancy Feet. Mega cool. Dann haben wir auch Refreshes. Mega cool, auch 9 von 10 für Vivacious. Und Vivacious hat hier momentan 3,25 von 5 bei 16 Votes. Ja, dann sind wir hier beim letzten, beim Crimson Scout angelangt. Ja, ist okay. Jetzt nicht der Oberbrüller, aber ist ganz okay. Der Crimson Scout kriegt von mir 5 von 10. Und da haben wir hier 3 von 5 bei 8 Votes. So, ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare. Dann mache ich den da. Yippie-yay! Abonniert den Kanal, dann mache ich den da. Yippie-yay! Und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir. Dem gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.